Moin Mädels und herzlich willkommen zum nächsten ACS-Vlog aus der ACS-Zentrale. Im Titel stand ja mit Sicherheit schon, ich denke mal, ich war so schlau und habe das da reingeschrieben. Wir wollen heute die Draufsicht machen von unserer Bastelecke. Das heißt, ein Stativ, ein Ständer, ein Halter für unser Ringlicht und unsere Kamera. Ne? So, das Ganze ist ja so aufgebaut hier, dass das Ringlicht dann im Endeffekt so circa 1 Meter über dem Tisch hängen soll, stehen soll, wie auch immer, mit der Kamera hier vorne an diesem Kugelkopf-Gelenk-Dings. Und dann ist hier die Aufnahme dafür, ist zwar alles hier aus Kunststoff, aber relativ massiv. Und dann, ja, dann steht das so. Und hier unten drunter hat man dann, auf dem Tisch genug Platz, weil das ja über einen Meter Höhe ist, da kann man schön davor sitzen, ohne dass man sich die ganze Zeit den Kopf stößt und so weiter. So hatte ich es nämlich vorher, ne? Da hing dann ein Strahler da und die GoPro und so weiter. Das war alles Mist irgendwie. Und ja, das Ringlicht gibt dann ausreichend Licht für unsere Lumix G70, mit der Hannes ganz früher angefangen hat, hier unsere ACS-Videos zu drehen. Und die ist nicht ganz so lichtstark mit dem Objektiv, was drauf ist. Und deswegen brauchen wir hier das schöne Ringlicht. Ui. Entschuldigung. Ja. Und genau, und die hat aber das Objektiv hat wenigstens einen schönen Zoom. Das heißt, im Stream zum Beispiel, wenn ich euch da mal irgendwelche Details zeigen möchte, dann kann ich einfach mal eben reinzoomen und dann könnt ihr da schön sehen, was da so Sache ist. Ne? Ja, das ist eigentlich ziemlich perfekt so. Und ich hatte, wie gesagt, das Ganze auch schon mal aufgebaut mit einem Monitorstativ. Ja, es gibt ja diese Monitorhalter, die man an, so, an den Tisch klemmen kann und dann kannst du da, keine Ahnung, 1, 2, 4, 5, 6 Monitore dranhängen, je nachdem, was für ein Stativ man kauft. Und da ist das Problem, weil die meisten Halterungen dafür sind meistens nur so 50 cm hoch. Und dann hast du, dann kannst du da, also mein alter Halter war 50 cm hoch und dann konnte ich 3 Bildschirme nebeneinander packen. Das ist ganz cool für so ein 3-Monitor-Setup. Alter, ich kann echt kein Englisch reden. Genau, und da, diesen Halter habe ich jetzt noch über, weil ich hatte einen Viererhalter genommen, ne? Also 1, 2, 3, 4 Monitore, und der war einen Meter hoch und da hing das Ringlicht schon mal dran. Aber jetzt habe ich ja hier diesen Halter für das ganze Setup genutzt, ne? Und hier sieht man auch noch die Arme, wo mein 3-Monitor-Setup eigentlich mal dran hing, ne? Und weil ich diesen hohen Halter für diesen zweiten Monitor oben drauf verwendet habe, deswegen musste ich jetzt irgendwie zusehen, dass ich da jetzt für das Ringlicht einen neuen Halter kriege. So, und da ist das Problem, weil dieser Halter kostet 50 Euro und ich habe ja noch so eine Tischklemme, habe ich ja noch zur Verfügung von meinem alten Monitor-Setup hier. Und ja, warum sollte ich dann 50 Euro ausgeben, nur damit ich einen Meter hochkomme? Deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, das ist auch nur ein 35 mm Rohrdurchmesser, ein 2 mm dicke Stärke, und deswegen, also warum kaufe ich denn nicht einfach ein Stahlrohr und lackiere mir das selber matt schwarz und schraube das da drauf? So, ganz easy. Also, ja, und so habe ich das vor, ne? Könnt ihr hier sehen. Hier ist noch der das alte Stativ, der alte Ständer. Ist hier unten leider reingeschraubt. Da ist ein grobes Gewinde und dann hier mit diesen Madenschrauben ist das dann festgeklemmt. Ne? Deswegen, das habe ich nicht gewusst, das habe ich vergessen, weil hier ist das Stahlrohr, was ich gekauft habe. Das glaube ich eigentlich irgendwie, weiß nicht, ob das für einen Auspuff ist oder so. Ne? Also der Durchmesser ist der gleiche. Ich kann dann auch später diese Endkappe, die kann ich da auch wieder einfach draufklipsen. Und auch hier diesen Anschlag, der ist hier auch nur draufgeklemmt mit diesen Madenschrauben. Das kann ich dann auch wieder drauf machen und auch diese schöne Abdeckung hier, ne, die am Schluss da drauf kommt, die kann ich dann auch wieder verwenden. Aber das Ganze ist ja verschraubt. So, und dadurch, dass das ein Gewinde ist und dann aber noch zusätzlich angeklemmt und ich jetzt aber bei dem neuen Rohr kein Gewinde habe, das habe ich irgendwie nicht drüber nachgedacht. Dadurch habe ich mir jetzt überlegt, ich werde das unten die Grundplatte werde ich ein bisschen blank schleifen und dann werde ich das neue Stahlrohr einfach anschweißen, anstatt das festzuschrauben. Dann ist auf jeden Fall genug Halt drin und ich brauche mir kein neues Stativ oder keinen Halter kaufen. Ständer, Halter, Monitor, Halter, Dings. So.
Weißt du, was ich meine? Aber dafür muss ich halt in die Werkstatt fahren. Und wenn ich in die Werkstatt fahre, dann kann ich auch gleich noch Pakete mitnehmen, weil wir haben ja die Jahresabschlussverlosung gemacht und die müssen jetzt langsam mal losgeschickt werden. Ne? Die Leute fragen schon nach im Stream, ob es jetzt schon weg ist oder nicht. Und das habe ich jetzt mal eben gemacht hier. Ich habe hier schön die Pakete gepackt. Tada. Alles schön voll hier. Und da ist noch für den Sergeant Matt das Paket mit der Cappy. Der hat unsere exklusive ACS-Cappy gewonnen. Die gibt es wirklich nur noch dieses eine Mal für ihn. Ansonsten ist das eigentlich so ein teaminternes Ding gewesen mit dieser Cappy. Und ja, die packe ich jetzt zu Ende, mache noch die Versandaufkleber fertig und dann fahre ich los, bringe die Pakete weg und schweiße eben das Rohr an. Ne? So, und dann nehme ich euch natürlich gleich einfach mit. Aber jetzt mache ich erstmal die Pakete fertig und dann fahren wir los. Ne? Ach Leute, kann da nicht mal einfach was klappen? Oh Scheiße hier, jetzt ist das Ding kaputt, ey. So ein Müll. Das beim ersten Paket, ne? Sowas kotzt mich an. Meine Fresse, ey. Jetzt muss ich hier oldschool wieder mit Klebeband und Schere. Dass ich das ein bisschen gerade hier angeschweißt kriege. Ich hätte vielleicht vorher das Rohr ein bisschen blank machen sollen und reinigen, entfetten oder so, weil das ist jetzt nicht unbedingt meine schönste Schweißnaht geworden. Nichts, was mir flexen kriegt. Nee, ich habe keinen Bock zu flexen jetzt. Das bleibt jetzt so, da kommt eh eine Abdeckung drüber. Sieht kein Schwein mehr später. Ja. Hallo Hans. Hallo. Ja. Na, nicht dran lecken. So, wir sind wieder da. Wir gehen jetzt erstmal mit den Hunden raus. Genau. Wir gehen erstmal mit den Hunden raus. Flo wollte dann auch gleich noch kommen, wenn er Feierabend hat. Und dann machen wir gemeinsam weiter. Yo. Jetzt haben sie irgendwas gehört. So, jetzt sind wir wieder da. Ja, ich muss jetzt in der Zwischenzeit muss ich noch mal ein bisschen einen anderen Kleinkram schnell machen. Ja. Da liegt das gute Stück. Gut, also. Ja. Also, da reden wir jetzt nicht mehr drüber, ne? Ich schwöre euch, ich kann schweißen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ja, auf jeden Fall, hier sieht es nicht ganz so toll aus, immer noch. Und noch ein bisschen Süßigkeiten. Schlabberlabber. Ja. Ich räume da jetzt erstmal auf. Da, alles ordentlich. Bis auf den Drucker, der nervt mich immer noch so ein bisschen. Flo ist auch da. Tag. Hallo. Bist du drauf? Ja, stimmt. Bist du scharf? Nee. Immer. Scharf gestellt, ja. Immer scharf. So. Jetzt überlege ich. Ach du Scheiße. Was habe ich denn da zusammengeschweißt? Guck mal. Nicht unbedingt gerade. Oh Scheiße, ich muss aufpassen, wo ich hinfinde. Ach du Scheiße. Das ist ja voll schief.
Das fällt dir jetzt auf. Ja. Oh Gott, guck mal hier. Ich hoffe, das kann man irgendwie erkennen. Ja, es ist ein bisschen nach hinten geneigt. Eieiei, oh, das habe ich aber jetzt hier. Ich hätte vielleicht, habe ich schon gezeigt. Hätte vielleicht doch irgendwie einen Winkel dran halten sollen oder so, oder? Ja, scheiß drauf. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir den ganzen Scheiß hier lackieren. Und ob wir das mit Grundierung machen oder nicht. Drei Dosen mal schwarz wird ja wohl reichen. Hier haben wir Silikonentferner abgefüllt, ne? Ist keine Cola. Ja, ich meine, durch meine tolle Schweißnaht passt jetzt die Blende auch nicht mehr unbedingt, ne? Der hat sich da einen Scheiß zusammengebraten, ey. Ja? Ui, ich hab schon mal schöner geschweißt. Als der Ständer noch da war, dann hat die Blende auch schon immer so abgestanden. Ja, überall. Ich sag doch. Ja. Das geht schon, wenn du damit zufrieden bist. Du bist ein Arsch. Dann lackieren wir das jetzt, ne? Jetzt? Ja, wann sonst? Hast du an den Lappen gedacht? Ja. Ist beeindruckt, ne? Guck dich so dämlich dabei an. Beeindruckt nicht, ein bisschen verwundert, dass du mitgedacht hast. Hier, das ist ein fettes Du. Die Blöße gebe ich mir nicht. Ein Schüttel. So, wir haben nämlich schon, wir haben schon sehr viele Sachen lackiert. Vor allem mit Matt Schwarz aus der Spraydose. Und Matt Schwarz ist so ein Wundermittel, weißt du? Und das geht auch ohne Grundierung mal und hält echt gut. Ohne, was? Ohne Grundierung. Grundierung. Ja, ja. Man muss es bloß wirklich in dünnen Schichten auftragen, dann hält das so geil. Das Entfetten ist ganz wichtig. Ihr müsst da auf jeden Fall darauf achten, nehmt nicht Bremsenreiniger oder so einen Scheiß. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, Bremsenreiniger reicht doch oder so. Oder Verdünnung oder sowas. Oder Aceton. Am besten ist einfach Silikonentferner. Es ist also hundertprozentig am besten, weil Silikonentferner halt die Silikone entfernt, die auf der Oberfläche sind. Silikone. Ja, aber Bremsenreiniger hinterlässt zum Beispiel, lässt solche Silikone zum Beispiel manchmal zurück und dann hast du halt eine kriselige Oberfläche, das ist kacke. Immer Silikonentferner nehmen, kostet auch nicht viel. Schön. So, und während das jetzt alles trocknet, bringen wir erstmal das ganze Zeug zu meinem Bruder, was er hier noch so stehen hat. Ich trage seinen Korb. Hast du gefurzt? Nein. Warum stinkt das dann so? Da. Hallo. Ah, jawohl. Teiledienst. Geht hier raus? Nee. Ist das schwer? Ja. So, sind wir angekommen. Wollen wir mal schauen, ob das was geworden ist hier. Na ja. Ist schwarz und ist trocken. Ich denke mal, das reicht, oder? Ja, dann lass uns das Ding jetzt mitnehmen. Aus. Ja, jetzt bauen wir den Rest eigentlich auf. Dürfte eigentlich jetzt relativ schnell gehen, denke ich. Wir müssen hier bei 68 cm müssen wir diesen Ring hier drauf machen. Der ist nur drauf geklemmt und bei 68 muss der ungefähr sein. Machen wir auf 70. So, weil da, ne, ihr seht schon, hier ist normalerweise diese Monitoraufnahme, wo man dann so einen Monitor hinten dran schrauben kann. Das habe ich halt ein bisschen umgebaut und können dann das Ringlicht dementsprechend da drauf stecken und einfach hier festziehen und fertig. Na. Ringlicht dran. Kannst du perfekt ausrichten. Hm. Auch links, rechts, hoch, runter. Und es ist beim Basteln nicht im Weg. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir ein Bild kriegen. Ja, aber das ist geil. Weil das ist richtig schön hell. Mich stört es nicht, weil ich da drunter sitze. Ich werde das dann so einstellen ungefähr. Der Bildausschnitt quasi genauso groß ist wie die Arbeitsmatte. Und dann kann ich, wenn ich dann das ein bisschen mehr vom Tisch zeigen möchte, kann ich so rauszoomen. Und wenn ich Details zeigen möchte, dann zoome ich rein. Ja, cool. Jetzt muss nur noch der Tisch ordentlich bleiben. So, jetzt können wir hier natürlich noch hier die Kabel ordentlich verlegen. Ja, aber die Idee an sich ist halt cool. Das Einzige, was mich dabei stört, ich gehe mal wieder runter, ist, dass wenn ich hier zum Beispiel gegen den Tisch rammel oder sowas, ne,
da wackelt halt das Bild. Und wenn ich dann hier sitze und hier dann bastel, das Ringlicht ist nicht im Weg, das ist super. Und dann könnte ich da auf den Monitor gucken. Dann müsste ich bloß daneben zum Beispiel die Kamera hängen. Das wäre doch perfekt, oder nicht? Ja, Mädels, ansonsten denke ich, war es das für heute. Wir werden mit Sicherheit genug Material haben, glaube ich. Kann sein, dass der Vlog ein bisschen länger ist als die letzten. Ja, aber ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und wie immer abonnieren, Glocke aktivieren, ne? So das Typische. Ich habe noch überlegt, sage ich so diese typischen Standard-YouTuber-Sprüche die ganze Zeit, und dann habe ich so ein bisschen nachgedacht und denke so, ja, ich glaube, das macht schon Sinn. Das ist zwar immer die gleiche Leier, aber im Endeffekt bewegt es ja manche Leute trotzdem dazu, nochmal ein Abo dazulassen, und das ist nun mal das, wovon wir YouTuber so leben dann am Ende. Ansonsten bis zum nächsten Mal, ne? Ciao!